So, können wir jetzt loslegen? Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise wir, die liebe Tapsi und ich. Die Tapsi ist hier auf meinem Basteltisch schon etwas länger und sie will nicht weggehen. Es könnte ein bisschen wackeln, weil die reibt sich gerne ihr Schnäuzchen an, ja, an so einem Gestell hier, was, wo auch die Kamera dran befestigt ist. So, Tapsi. Genau, so, hallo ihr Lieben nochmal, jetzt ist sie weg. Heute möchte ich mit euch nochmal etwas mit Umschlägen machen, aber mit so selbstgestalteten Umschlägen. Dazu muss ich nochmal kurz was erklären. Jetzt wackelt der Tisch aber, beziehungsweise die Kamera trotzdem. So. Ja, also ich hatte eigentlich vor, ein anderes Video zu machen, beziehungsweise müsste ich eigentlich erst ein anderes Video machen, um das genau zu erklären, beziehungsweise euch zu zeigen, wie das hier entstanden ist. Weil daraus mache ich nämlich gleich einen Umschlag. Und ich habe das, das ist eigentlich komplett von mir selber gemacht, bis auf das Dickgedruckte, was da drauf ist. Den Rest habe ich praktisch, das ist wirklich alles von mir. Und das ist jetzt halt einfach nur blöd kopiert. Deswegen, das ist auch jetzt die praktisch die Inspiration dazu, was ich jetzt daraus machen wollte. Weil das ist halt einfach blöd kopiert jetzt von mir. Ich habe das falsch aufgelegt oder schief aufgelegt. Und darum habe ich mir überlegt, was mache ich da jetzt mit? Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, mir mal welche so Umschläge daraus zu machen. Und das möchte ich heute mit euch machen, nämlich diese Umschläge hier. Ja, ich finde das eigentlich eine ganz süße Idee. Das ist jetzt auch so ein bisschen inspiriert, weil ich habe diesen Umschlag dann daraus geschnitten. Wieder mal, den kennt ihr ja schon von dem... Ja, von den einen Videos, wo ich mal Umschläge gemacht habe, den habe ich halt hier immer noch als, als Schablone, nehme ich das dann, ne? Ja, und der ist eigentlich gedacht, um hier Blumen reinzukleben auch, ne? So, dass das dann praktisch so ein 3D-Umschlag ist, ne? Beziehungsweise das. Aber mit den Blumen alleine, das ist mir irgendwie so ein bisschen zu, ja, zu langweilig, sage ich mal. Oder ich möchte es halt immer ein bisschen anders gestalten, und deswegen habe ich mir dann überlegt, da mache ich halt einfach so nette Collagen da rein. Ja, das wollte ich heute mal mit euch machen. Das ist jetzt eine ganz einfache Sache. Da könnt ihr dann eure ganzen Sticker nehmen, die wir auch mal, wo ich die, also ich habe jetzt ja auch einige eigene Sticker gemacht. Moment. Ja, die habe ich ja damals, ich habe das ja mit euch, mit den Stickern, mit der Serviette gemacht. Das sind jetzt wirklich alles Servietten. Ne, Moment, die Frauen nicht hier. Und die Stanzteile auch nicht. So. Genau. Das sind keine Sticker. Aber hier, das, das habe ich ja alles mit euch mal, das sind alles Servietten gewesen, die ich habe. Und da habe ich ja dann mit euch diese Velvet-Sticker oder wie ich das genannt hatte, dann gemacht. Ja, und die möchte ich natürlich auch mal irgendwann verwenden. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt mache ich da mal sowas mit. Genau, das Video, wenn ich dran denke, verlinke ich euch nochmal, falls ihr das nicht kennt mit den Stickern. Ne? So, und ich finde, dafür kann man die ganz gut verwenden, um solche Sachen halt zu machen. Genau, und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja, zu diesem Papier, wie gesagt, da wollte ich eigentlich ein anderes Video machen, wie ich ja so Designs gestalte nochmal. Das mache ich dann aber die Tage, wenn ich, ich hoffe, dass ich da diese Woche noch zu komme oder am Wochenende, weil das ist ein bisschen aufwendiger. Genau, aber das, dazu dann später. So, aus diesem Papier mache ich jetzt nochmal so einen schönen Umschlag. Da nehme ich jetzt wieder meine... meine Schablone hier. Ich gucke mir dann an, was ich da am besten für ausschneide, was das Motiv schön aussehen lässt. Ja, hier. Ich drehe es aber dann um.
Ist im Grunde ja eigentlich egal. Es sieht halt wahrscheinlich immer ganz schön aus. So, das zeichne ich mir mal kurz ein. Ups. Ihr könnt natürlich jeden Umschlag nehmen, den ihr wollt dafür, ne? Ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass ihr jetzt genauso den gleichen Umschlag nehmt. Da könnt ihr jeden Briefumschlag halt für nehmen. Das ist ja auch schön dabei. Ihr könnt euch auch selber welche gestalten und machen aus allen möglichen Papieren, ne? Buchseiten, wie auch immer, was ihr wollt. Also, mir gefällt einfach diese Form von diesem kleinen Umschlag da so gut und darum mache ich da öfter Briefumschläge mit. Ich kann auch sehr schlecht irgendwie selber so einen Brief um. Also bei mir sieht das immer meistens ganz komisch aus, wenn ich jetzt aus einem normalen Blatt Papier ohne Vorlage einen Briefumschlag falte. Irgendwie wird das immer so ein bisschen schief. Ich finde diese Form einfach irgendwie ganz schön und deswegen mache ich da öfter mal welche mit. So, jetzt schneide ich das mal eben aus. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr so Sticker und sowas habt, ihr garantiert ja auch alle zu Hause, ne? Und irgendwelche ja, Motive, die ihr dafür nehmen wollt. Ihr könnt das auch einfach ganz alleine mit Blumen machen, so wie das auch jetzt hier für diesen Umschlag damals vorgesehen war. Aber wie gesagt, ich möchte da so ein bisschen eine größere Collage machen. So, ja, das verwende ich natürlich auch teilweise noch weiter. Aber ich muss sagen, ich hebe jetzt auch mittlerweile, weil ich habe so viele Schnipsel. Ich muss die auch mal irgendwie verwenden. Da muss ich mir auch noch mal was überlegen. Ich hebe also wirklich nicht mehr jeden Schnipsel auf im Moment. Jetzt so schöne Sachen schon, ne? Sage ich mal. Aber ja, also man muss auch mal ab und zu ein bisschen Tabula rasa machen. Und nun ja, aber das wisst ihr ja selber, ne? Da sammelt sich ja dann echt viel an. So, genau. Jetzt haben wir einmal hier diese Vorlage. Das mache ich, knicke ich mal eben zu einem Umschlag. Das ist, glaube ich, ja genau so ist unten. Ja, also ich meine, ich sieht das nicht wunderschön aus, dieser Briefumschlag. Ich bin total ja, verliebt in mein eigenes Bild. Hört sich ein bisschen blöd an, aber ja, ist einfach so. Ich ja, mir gefällt das unheimlich gut. Wie gesagt, also ich habe das so fast alles selber gemacht und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Aber das ist so ein bisschen, ja, es dauert halt was länger und da muss ich ein bisschen mehr Zeit für haben. So. Jetzt kann man den, wenn man möchte, schon so zusammenkleben. Könnt ihr aber auch erst hinterher machen. Da könnt ihr auch, da habt ihr ein bisschen mehr Platz hier, ne, zum Kleben. Also wie gesagt, das kann man jetzt machen oder auch später. So, dann nehmt ihr eure Sticker und was ihr alles gerne möchtet. Ich habe jetzt hier erstmal so einen Rahmen, das sind auch so Ausstandsteile, ne? Die habe ich noch übrig. Und da habe ich jetzt noch so Rahmen, so kleine, wo habe ich ja einige gehabt noch hier, ne? So Rahmen oder auch die Rahmenabfälle, also da, wo das eigentliche Standsteil jetzt weg ist, bleibt ja dann noch immer so ein ja, Abfall übrig, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das ist aber ja auch irgendwie eine Art Rahmen. Hier genau von dem ist jetzt das. Na, so, das ist das eigentliche Standsteil und das wäre jetzt halt dann der Abfall. Aber ich verwahre das natürlich auch auf und das kann man natürlich auch noch verwenden. Ich wollte jetzt aber mal das hier verwenden, weil. Ja, hier, das ist nicht richtig ausgestanzt. Hier unten, das ist irgendwie, kann man diese kleinen Teile nicht mehr rausmachen. Das ist nicht richtig durchgestanzt oder wie man das nennt. Und hier sind auch noch ein paar Fehler. Aber
ne, zu schade, das jetzt irgendwie nicht zu benutzen. Deswegen nehme ich das mal. Genau. Ja, weil so, wenn das so gar nicht rausgeht, dann, oder nur so leicht oder schwer, dann kriege ich ja, da kriege ich die Pimpanellen, ne? Aber normalerweise kann man das ja dann so rausfitschen. Aber bei manchen Stellen geht das einfach nicht. Und manche mögen das, glaube ich, das so rauszuknibbeln. Aber ich finde das, da kriege ich irgendwie so nervöses Kribbeln irgendwie. Das ist irgendwie nichts für mich. Wenn das so leicht rausgeht, hier geht noch eins leicht raus, muss man auch reißen, ja. Dann, das mag ich auch. Aber hier zum Beispiel jetzt, wenn ich das so rausmachen will, dann bleibt das trotzdem noch irgendwie so da drin hängen. Ja, jetzt geht es doch irgendwie. Aber da kriege ich, weiß ich nicht, das mag ich nicht. Ihr wisst wieder, was ich meine. Das ist so, ja, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht leiden, auf jeden Fall. Aber ich möchte es auch nicht wegschmeißen. Und darum werde ich das jetzt hier so verwenden, weil das untere Stück wird man dann nicht mehr sehen. Das ist dann hier so drin, ne? Genau, ich hatte mir nämlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ich jetzt halt hier so verwenden werde. So, also ich nehme immer so eine Art Rahmen. Ja, und dann schaue ich mir meine ganzen Sticker an, die ich so habe. Und das wird jetzt auch so ähnlich wie die hier. Das ist halt so, ja, so eine kleine, ich sag mal, so eine kleine Geburtstagsparty, würde ich mal sagen. Guckt mal hier. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt genau sehen kann. Ich halte es mal so rum. Oder doch lieber so. So rum. Hier ist nämlich so ein Mann, der hält diesen riesigen Blumenstrauß. Und hier ist auch die Dame, die auch so ein Sektgläschen hält und diese große Blume. Und das ist dann halt so ein bisschen, als wenn die hübsche Frau hier Geburtstag hätte, sag ich mal so. Ne? Das ist so die Collagen-Thematik. Und so ähnlich will ich das jetzt hier auch mal machen. Ich habe schon ein paar Sachen jetzt halt auch zusammengesucht. Von meinen ganzen Stickern. Wie gesagt, das sind eigentlich keine Sticker, sondern das sind eigentlich Servietten gewesen, ne? Weil wenn einer fragt, wo habe ich denn die Sticker her oder so, das sind Servietten und daraus habe ich halt Sticker gemacht, ne? Und wie gesagt, da gibt es ein Video zu. Wenn ihr das, euch das interessiert, könnt ihr das mal suchen oder wenn ich schaffe, dann denke, dann verlinke ich das. So. Genau, dann schaue ich mir mal an, wie ich das so lege erstmal, ne? Ja, ich nehme auch immer noch so hier, das ist noch so ein Reststück. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das hier dann über dem Umschlag hinterher rausschaut, hier auch, ne? So, weil ich weiß noch nicht, wie ich den Umschlag hinterher weiterverwende, ob ich den einfach in so ein Journal reinlege. Kann man natürlich auch noch mehr reintun hinterher hier, ne? Oder ob ich den irgendwie so reinklebe als Pocket. Das wäre aber dann zu schade, weil man sieht man dann hinterher das Motiv hier gar nicht mehr. Oder man kann den ja auch einfach nur so kleben, dass man den noch so umklappen kann. Aber das weiß ich noch nicht. Aber das ist ja noch vielseitig verwendbar dann, ne? Deswegen, es ist nicht schlimm, wenn das hier oben auch so absteht. Ne? Das kann man also auch überkleben. Deswegen klebe ich das jetzt ein bisschen höher ruhig. So, dann den Rahmen. Ich gucke jetzt erstmal so, wie die Collage dann hinterher aussehen soll. Ja, hier habe ich auch noch mal so eine Paper Doll, glaube ich, heißen die. Hier haben wir auch, ach, die Torte ist auch so schön. So eine Geburtstagstorte. Ja, so ein Herzchen. Ja, und ich finde auch immer, ein Insekt darf auch nicht fehlen, ne? So.
Und dann nehme ich noch mal was anderes. Der ist auch süß mit dem Blümchen. Könnte man die Biene da oben hinsetzen. Ja, dann schaut ihr einfach, wie euch das gefällt. Ich finde jetzt irgendwie, ich glaube, die Torte gefällt mir besser. So. Ja, der Hintergrund ist noch ein bisschen karg. Vielleicht klebe ich das so. Ja, also ihr werdet von den ganzen Motiven teilweise dann nur, also da müsst ihr dann beachten, dass ihr halt, ihr seht halt nicht immer alles davon, ne? Da schaut ihr einfach, was ist euch am wichtigsten, was wollt ihr auf jeden Fall sehen. Wie jetzt zum Beispiel hier, da sieht man von diesem Tortenständer natürlich den Fuß nicht mehr. Und so. Aber da müsst ihr halt abwägen, was ihr da, wie ihr das legt, ne? So finde ich das ganz nett. So klebe ich das jetzt ein. Dann muss man sich das natürlich so ein bisschen merken. Ja, das ist sehr dünn, das Herzchen. Ja, schauen wir mal. So. Dann fangt ihr einfach an. Also ich fange dann an hier, wie ich es auch dann gelegt habe. Das jetzt zuerst zum Beispiel, ne? Zu kleben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt, diesen 3D-Umschlag oder keine Ahnung. Ich habe es jetzt auch, glaube ich, noch nicht so gefunden auf YouTube, wie das heißt. Aber ist ja auch egal. Ich nenne es einfach, mal sehen, wie ich es nenne. Collagenumschlag oder Collagenbriefumschlag. So. Ja, dieser Rahmen hier, das hatte ich den, diese habt ihr bestimmt, haben bestimmt auch einige die Stanzschablone, ne? Die gab es nämlich vor kurzem mal bei Action. Die fand ich echt hübsch, die habe ich dann mitgenommen. Aber ich habe noch nicht eine vernünftige Ausstanzung davon bekommen, also so, dass es wirklich sofort verwendbar war, sondern ich musste es immer irgendwie wie soll ich sagen, die ganzen Kleinteile daraus kicken, schnipsen, wie auch immer. Also das kannte ich so gar nicht. Ich hatte bis jetzt immer, wenn ich was ausgestanzt habe, war das ausgeschnitten und war praktisch sofort fertig. Und das bröselte alles einfach so raus, ne? So, und hier bei diesem musste ich immer die ganzen Kleinteile, wie gesagt, da so rausschnipseln. Das finde ich jetzt nicht so schön, aber nun ja. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach nur an meiner Stanzmaschine. Weil die ist ja auch schon ziemlich arg gebraucht. Ob das dann irgendwann mal so ist. Keine Ahnung. Okay, so, weiter geht's. Dann haben wir einmal die Torte. Genau, so eine schöne Torte hätte ich auch gerne mal mit Blumen drauf, ne? Ist die nicht hübsch? Also die Serviette finde ich echt total süß, ne? Das gehört auch hier alles zusammen mit diesem ganzen Figürchen. Das ist also eine Serviette. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Wird der ein oder andere bestimmt fragen. Wo habe ich die denn noch? Ich
Also die ist auf jeden Fall nicht von Action oder Teddy, das weiß ich noch. Das ist irgendwie. Ich muss überlegen. Ich bin mir wirklich nicht mehr ganz sicher. Ist schon ein bisschen länger her. Aus dem Baumarkt vielleicht, aber ich kann es also wirklich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, die habe ich auch gar nicht hier gekauft, wo ich wohne, sondern das war woanders. Deswegen in einem Blumengeschäft, glaube ich, war das. Das genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Das war damals, wo ich auch die Taschentücher gekauft hatte. Ich rede jetzt, ich weiß nicht, das sagt euch jetzt bestimmt nichts, aber ich hatte mal so für Weihnachten auch was gemacht und da hatte ich Taschentücher gekauft und da wurde ich auch schon gefragt, wo ich die habe und die hatte ich in meinem Blumengeschäft gekauft. Genau, da war so ein Stand, so ein Weihnachtsaufsteller und da waren diese Weihnachtstaschentücher, genau, und da waren auch diese Servietten bei und die hatte ich da auch mitgenommen. Das war aber in einem anderen Ort, also nicht da, wo ich jetzt hier, da war ich zu Besuch bei jemandem. Von daher, genau, so war das. So. Dann nehmen wir diese Dame, die jetzt hier Geburtstag hat und die Torte dann essen darf. Ja, die sieht auch aus, als wenn die die vertragen könnte. die darf die noch zu sich nehmen. In dem hübschen taillierten Kleid. So. Aber ich klebe das dann auch so, dass man halt wirklich dann zum Beispiel jetzt hier, dass das Abgeschnittene dann nicht mehr sichtbar wäre. Das sieht dann, glaube ich, nicht so hübsch aus, wenn man jetzt, wenn das so weit oben geklebt wäre. Ne? Ist also schon irgendwie so ein bisschen dann, ups, schauen. So, sind wir schon fast fertig. Ist jetzt ein relativ einfaches, schnelles Video. Das Herzchen ist mir irgendwie zu dünn. Das ist so ganz dünnes Papier. Das nehme ich mal nicht. So ein bisschen Farbe noch. Genau, das gefällt mir besser. Das könnt ihr natürlich mit allen Motiven und allem, also jedem Styling, wie auch immer, hier grungy oder was, oder jetzt hier zu Halloween irgendwann. Irgendwie in der Art oder wie ihr meint, was ihr da machen wollt, ne? Ist jetzt nur, ich nehme jetzt halt diese Sticker, weil ich die halt auch irgendwie jetzt so aufbrauchen will. Vielleicht werde ich es auch noch jetzt irgendwie die Tage mal in einem Vintage-Style machen, obwohl das ja auch schon so, also bisschen, ja, ist mehr so Retro, ne? Weiß jetzt gar nicht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Retro und Vintage? Vintage ist, glaube ich, dann noch älter, ne? Oder so, keine Ahnung. Oh, schaut mal, hier geht das, löst sich das von der, ach ja, das hatte ich mit der Folie gemacht, ne? Das ist, ja, das hält nicht immer dann, muss man nochmal nachkleben. Mit der Bügelfolie. Wenn das feucht wird, durch den Kleber jetzt, durch den flüssigen Kleber, dann kann es sein, dass sich das manchmal noch mal ein bisschen ablöst. Aber das kann man jederzeit wieder kleben, ne? So, kein Problem. Ja. Was sagte ich gerade? Retro und Vintage. Das ist nicht, ist, glaube ich, nicht das Gleiche. Aber muss ich noch mal genau nachlesen, wo dann der Unterschied ist. So, und jetzt könnt ihr den Umschlag auch schon zusammenkleben. Könnt ihr natürlich auch vorher machen.
Oder wenn ihr schon einen zusammengeklebten Umschlag habt, ist der ja schon fertig geklebt. Dann steckt ihr das halt einfach so rein, ne? Ja, das könnt ihr natürlich, das ist nicht dafür gedacht, dass ihr das nochmal knickt, ne? Hier den Deckel sozusagen, sondern das bleibt dann so, ne? Das ist dann halt einfach so eine Pocket oder halt irgendwie, wie ihr das dann im Journal verwenden möchtet, ne? Ist dann, also es ist jetzt nicht dafür da, dass man da noch was reintut und das dann zusammenfaltet. Das sollte dann so bleiben, ne? So, ja, ihr Lieben, das war es eigentlich schon für dieses Video. Dann habt ihr solche hübschen kleinen Umschläge. Ja, und wie ich diese Umschläge halt praktisch, was heißt die Umschläge gemacht habe, das habt ihr ja gesehen, aber wie ich das Motiv für diese Umschläge und alles gemacht habe, das möchte ich euch auch nochmal dann zeigen. Und wie ihr euch selber dann auch wirklich solche wunderschönen Designpapiere dann ganz günstig und einfach, ne, was heißt günstig, ne, also es ist halt nur ein bisschen Druckerfarbe auch und so, aber guck mal, wie schön das, also ich finde die echt total hübsch, ne? Und sie sehen wirklich aus, als wären die irgendwie, als hätte ich mir irgendwie so was Designpapier gekauft, ne? Genau, ist aber nicht. Und das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und inspiriert. Und wie gesagt, ich mache vielleicht noch ein paar Vintage-Umschläge oder grungiger oder was man alles so machen kann. Und dann sehen wir uns einfach mal beim nächsten Video wieder. Tschüss!